Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmefolge von Minecraft mit Bodengrippscreme. Ja, die letzte Aufnahme ist für mich gar nicht mal so lang her, für euch ein Tag von der Folge her, denn ich nehme heute schon zum zweiten Mal Minecraft auf, wenn man sich das mal so vorstellen kann. Und ja, schon langsam müssen wir uns mal überlegen. Wo geht's denn hier hin? Zu einer Wand, okay. Klingt doch schon mal ganz spannend. Und wo kommen wir hier raus? An irgendeinem gottverlassenen Ort. Okay. Interessant. Ja, schon langsam müssen wir uns überlegen, was wir denn als nächstes so machen wollen und werden. Und, Ja, ich denke eigentlich, dass es... Ich meine, wir können Sand schaufeln gehen, aber... Ob es das jetzt so bringt, weil ich meine, wenn wir jetzt mal unseren Sandvermögen anschauen, dann merkt man doch relativ schnell, wir sind nicht auf solche Güter angewiesen im Moment. Weil Sand könnten wir noch jede Menge rausholen. Das nimmt so schnell kein Ende. Aber wir brauchen es einfach nicht. Aus diesem Grund bin ich halt jetzt im Moment ein bisschen am Überlegen, was wir denn jetzt so als nächstes machen wollen. Ob wir erstmal wieder ein bisschen spazieren gehen wollen oder ob wir wieder in die Höhle gehen wollen, die wir ja damals noch gefunden gehabt haben. Oder ob wir ein komplett anderes Bauprojekt starten wollen. Das ist im Moment die Frage. Und während ich hier noch ein bisschen Gras wachsen lasse, einfach nur damit es besser ausschaut. Ich denke, das dürfte jetzt reichen. Ja, das sieht gut aus. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, was wir jetzt machen. Ich hätte schon einen Plan, was wir machen könnten. Aber das ist halt eine Sache, die wirklich unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Und ja, ich glaube nicht, dass wir das so gerne haben wollen würden. Jetzt haben wir hier noch 4 Bone Meal übrig. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt da mal kurz das wachsen lassen oder was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, wir machen uns kurz einfach ein bisschen Holz. Dann haben wir das sinnvoll untergebracht. Zack. Nächster Baum. Oha. Diesmal ein bisschen ein größerer. Und der letzte. Wunderbar. 54 Holz, das dürfte erstmal wieder ein bisschen reichen. So, und jetzt fahren wir mal zu unserem anderen Haus rüber. Und das Ding, das gefällt mir schon wirklich sehr gut. Diese ultimative Idee, die ich da hatte. Ja, war falsche Hebel. Flup. Und zack. Ich bin... nahezu überwältigt von meiner geradezu brenzdentaler Prägnanz, wie ich dieses Wort so gerne nenne. WTF? Oh, der Hund, der ist bald tot. Und ich muss da drin unbedingt noch was ändern. Ach, du dummer Hund, hä? Oh Gott, dem geht's nicht gut. Denn er darf hier nicht rausspringen. Das müssen wir verhindern. Und WTF? Also im Moment frage ich mich immer mehr. Minecraft, was machst du da?
So, wir bauen hier einfach mal kurz eine kleine Mauer rundherum, damit Satan uns unsere Hunde nicht nochmal beseitigen kann, wie auch immer. Zurücklaufen kann er, wenn er meint. Setzen wir noch eine Fackel hin. Machen wir auch nochmal zu. So. Wunderbar. Jetzt kann dem armen Hund nichts mehr passieren. So. Und so. Du bekommst jetzt was zu essen von mir. Aber erst gehen wir... Ich hoffe, du gehst auch irgendwann da raus. Ja, komm. Komm, komm, komm. Genau. Und weh, du bist blöd und rennst da rein. Nein, er ist nicht blöd. Oha. Ja. Da haben wir jetzt wohl noch einen kleinen Programmierungsfehler. Oha, ja. Stimmt. Die Redstone Torch kommt dahin. Zack, zack. Und zack. Wunderbar. So. Erstmal noch schauen, ob wir noch irgendwo gebratenes Fleisch oder so zur Verfügung haben. Davor nochmal kurz pennen. Da haben wir Fleisch zur Verfügung. Wunderbar. Während die Sonne aufgeht und eine heitere Musik spielt, werden wir unseren Hund verarzten schnell. Naja. Holen wir ihm noch ein kleines Stückchen. Aber diesmal würde ich sagen, geben wir ihm nur das Ungebratene. Mehr bekommt er diesmal nicht. Wir haben hier schließlich keinen Geldscheißer. Beziehungsweise Fleischscheißer zur Verfügung. Halt, bleib stehen. Wunderbar. So, komm her. Doofer Gaul, komm her. So. Hund ist geladen. Einmal bitte Luke öffnen. Perfekt. So. Und jetzt begeben wir uns einmal wieder in die Richtung des goldenen Satans. Oh. Da haben wir ja schon eins. Dann eben so. Richtung stimmt auch. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollten mit der Weichenverlegung nach vorne, weil das ist ja eigentlich syntaktisch nicht möglich, weil wir ja unten die Redstone-Dinger für die Speedrace hinsetzen mussten. Und da glaube ich, geht das dann gar nicht. Aber ich glaube sowieso, dass es so ganz gut ist. Weil die meiste Zeit fahren wir sowieso nur, wenn dann von hier nach da und so. Und von dem her glaube ich, dass das schon ganz gut passt. Jojo. Jojo, 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 jojo. Und gut, dass wir unsere U-Bahn-Strecke haben, weil ich bin so froh, dass wir nicht mehr laufen müssen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auch wenn der Eingang dieser U-Bahn-Linie jetzt da vorne jetzt dann gleich nicht so toll ist und da fehlt noch ein Stein. Ah, da müssen wir von oben durch. Und haben wir überhaupt Cleanstone dabei? Nein, wir hätten keinen Cleanstone dabei, von dem her ist sowieso wurscht. Ja. Und jetzt ist immer noch die Frage, wie wir das hier machen. Das ist ja immer noch ein Problem. So. Dient. Perfekt, passt schon. So,
kann man die ganzen Falltüren, die man so über die Zeit angesammelt hat, auch wieder ganz gut verbauen. Und hier müssen wir dann nochmal irgendwann mit dem Wald weitermachen. Das schieben wir auch schon Ewigkeiten vor uns her. Ich weiß. Da haben wir unsere Tanne. Ah, da kann man sogar durchgehen. So. Jetzt sind wir angekommen. Und haben immer noch kein Dach drüber. Wen wundert's? So. Ja, Boot. Wie machen wir das jetzt? Wieso steigst du nicht mehr weiter auf? Ich kann auch durch Leertasten betätigen, das Boot nicht auf eine erhöhte Position bringen. Das heißt, aktuell ist das Boot nutzlos. Und im Moment bin ich nicht so begeistert davon. Wie ihr alle wisst, von dieser Update-Version. Machen wir uns erstmal wieder zwei Eisen. Die anderen Eisendinger nehmen wir mit nach drüben. So, was haben wir hier? Wir haben noch ein. Ah, die Pilze. Oder. Achso, ne, Pilze haben wir ja schon gesetzt. Stimmt. Die haben wir ja schon mal gesetzt gehabt. Aber jetzt fällt mir gerade ein, was wir machen müssen. Den brauchen wir. Den Kack, den hauen wir zum anderen dazu, einfach mal. Das auch. Ich hab so viel Scheiße dabei. Mal wieder ein bisschen sortieren jetzt hier. Blumen zu den Blumen. Stickies zum eigentlichen Stickyplatz. Minecraft habe ich jetzt auch so viele, das ist krank. Ich würde sagen, eins nehmen wir immer mit, so, keine Ahnung, wofür auch immer. Die Pilze nehme ich auch wieder mit rüber. Das Eisen nehme ich mit rüber. Den Sand, den könnten wir da lassen, da haben wir eh nicht mehr so viel davon. Diese Dinger, die machen wir halbe halbe. Und nehmen die auch wieder mit rüber. Hier haben wir auch noch jede Menge Pilze, würde ich doch mal eigentlich fast sagen. Bunkern wir die Pilze doch hier. Die Power Rails, ja, die Power Rails. Die werden wir einfach mal beseitigen. Falls wir sie doch noch irgendwann mal brauchen werden, werden wir sie uns einfach wieder ercheaten. Vorausgesetzt, es ist im Rahmen des Erlaubten. Jetzt machen wir uns erstmal wieder ein paar Fackeln. So. Ja, gut, das nehmen wir so mit. Und jetzt haben wir unser Setup sozusagen ausgerüstet. Wieder mal ein bisschen strukturiert. Und hier gehört auch was hinein. Hier gehört auch was hinein. Das machen wir dann auch irgendwann vielleicht mal, wenn wir mal Zeit haben. Aber jetzt beseitigen wir erstmal diesen Haufen da. Zack. Und einmal Platte drauf. Und jetzt haben wir gerade einen Lichtbug gehabt. Wunderbar. Oh, ein Licht haben wir vergessen. Das macht mir jetzt aber nichts. Und jetzt haben wir zu viel Fackeln wieder. Ja, das ist ja mal wieder typisch. Und ich weiß noch nicht so recht, wie wir das hier machen sollen. Wir haben hier jede Menge Cobblestones. Aber nichts wirklich Sinnvolles. Und ich habe halt echt keine Ahnung, wie wir das halt wieder vernünftig hinbekommen sollen. Damit, weil ich meine, wir sind ja eigentlich darauf angewiesen. Darauf ist ja unser Haus ausgebaut oder ausgelegt.